Ich hatte im August 2020 eine Bauchspiegelung, wo unter anderem Endometriose, eine weitere Diagnose und eine Wunschbehandlung durchgeführt wurde, und zwar eine Sterilisation. Die hat zwar nichts mit der Endometriose zu tun, aber wie gesagt, eine Wunschbehandlung, die gleichzeitig mitgemacht wurde. In diesem Video möchte ich über Endometriose sprechen, wie meine Symptome damit waren, wie der Weg für mich war zu der Operation und wie die Operation dann letztendlich auch für mich verlaufen ist und wie es mir danach geht. Endometriose, eine Scheißkrankheit, kann ich sagen. Also auf jeden Fall für mich. Auch hier sind die Symptome und die Art, wie sich Endometriose äußert, ziemlich unterschiedlich. Bei mir war es auf jeden Fall der nicht so schöne Weg, der schmerzhafte Weg. Aber ganz kurz erstmal, was ist überhaupt Endometriose? Also als Endometriose wird bezeichnet, wenn sich Schleimhautartiges, also Gebärmutterschleimhautartiges Gewebe nicht nur während des Zyklus in der Gebärmutter aufbaut, sondern überall im kompletten Bauchraum. Also das ist quasi so wie ja, Periodengewebe, und siedelt sich dann im kompletten Bauchraum an, und das sind dann Zellveränderungen, Gewebeveränderungen, die teilweise auch mit dem Zyklus mitgehen können. Also es kann sein, dass sich während des Zyklus das Gewebe aufbaut, wie auch das Blut in der Gebärmutter. Und wenn man dann im Zyklus ist, also in der Periode, dann das Ganze auch sich entfernt. Also es kann sich dann auch lösen tatsächlich und in den Bauchraum bluten, und das kann sehr stark wehtun. Das Ganze sind so eine Art Zysten, das ist aber größtenteils gutartig. Es kann aber auch zur Gewebeveränderung führen. Also es kann sein, wenn sich hohe Herde, man nennt das Herde, wenn das Ansiedlungen sind, hohe Herde gerade von Endometriose ansiedeln im Gewebe, dass sie das Gewebe zersetzen, durchfressen und damit auch zerstören. Endometriose kann sogar auch zur Unfruchtbarkeit führen. Es wird sogar gesagt, dass es wahrscheinlich ist, dass 40 bis 60% der Unfruchtbarkeitsfälle an Endometriose liegen. Das Problem mit der ganzen Endometriose, die sich im Bauchraum ansiedelt, ist, es tut scheiße weh. Und eines der größten Symptome ist halt, dass Personen, die menstruieren, während der Menstruation extrem krasse Schmerzen haben im kompletten Bauchraum. Und das ist nicht nur kleine Krämpfe im Gebärmutterbereich, sondern das ist wirklich im ganzen Bauchraum. Überall an verschiedenen Stellen tut es weh. Und bei mir war das der Fall. Ich hatte seit meiner Pubertät, seitdem ich meine Regel hatte, immer starke Menstruationsschmerzen. Und das ist sogar der Grund, der später dazu geführt hat, weil ich viele Schmerzmittel genommen habe, dass ich dann mit Mitte 20 medikamentenabhängig war, weil ich immer mehr Medikamente nehmen musste und mein Körper eigentlich jeden Monat eine viel zu hohe Dosis an Schmerzmittel bekommen hat. Und das hat dann in die Abhängigkeit geführt, weil ich immer stärkere Mittel nehmen musste. Das ist aber eine andere Geschichte, über die wir vielleicht irgendwann mal sprechen. Es gibt aber auch weitere Symptome, die mit Endometriose in Verbindung gebracht werden können. Es kann sich auf den Hormonspiegel ausüben. Es kann in Verbindung stehen mit psychischen Krankheiten, mit Depressionen. Es kann aber auch sein, dass Personen, die Endometriose haben, es vielleicht gar nicht merken und gar keine Schmerzen haben. Also auch hier ist die Symptomatik sehr, sehr unterschiedlich. Bei mir war es auf jeden Fall der Fall, dass ich sehr starke Schmerzen hatte. Vielen menstruierenden Personen wird dann von Frauenärztinnen die Pille verschrieben, damit die Schmerzen weniger werden, damit man weniger blutet. Es gibt auch verschiedene andere Möglichkeiten zu behandeln. Man könnte zum Beispiel die Hormonspirale nutzen, weil die Hormonspirale auch sich daraufhin auswirkt, dass man seine Periode nicht mehr bekommt. Es gibt Personen, die nehmen die Pille durch, also ohne die Pause für die Menstruation, um auch zu verhindern, dass einfach sich Schleimhaut aufbaut. Trotzdem kann es aber sein, dass man trotz dieser ganzen Behandlungen immer noch Schmerzen hat, und das war bei mir sogar auch der Fall. Man kann ohne eine Bauchspiegelung nicht hundertprozentig feststellen, ob jemand Endometriose hat, denn unterm Ultraschall oder im MRT ist das eigentlich nicht zu sehen. Viele Ärztinnen sind auch nicht richtig geschult in diese Richtung. Ich hatte verschiedene Ärztinnen, die einen haben bei mir nichts gesehen, die anderen meinen, was gesehen zu haben. Und eigentlich kann man das nur feststellen, indem man eine Laparoskopie durchführt, also eine Bauchspiegelung, wo man über drei Einstichstellen in den Bauch Gas gepumpt bekommt. Und dann wird der Bauch quasi einmal komplett durchgewühlt, und es wird geschaut, ob man Herde findet vom Gewebe, und die werden dann im gleichen Zuge natürlich auch entnommen. Bei mir war es so, dass ich schon lange die Vermutung hatte, dass ich Endometriose habe, und mit verschiedenen Ärztinnen gesprochen haben.
Und im Laufe der Behandlung hatte ich sogar eine MRT-Untersuchung, wo mir ein Kontrastmittel gespritzt wurde. Ich musste in meinen Scheiden- und Analeingang auch Kontrastmittel einführen lassen. Und daran hat man dann irgendwie feststellen können, dass sich tatsächlich Herde angesiedelt haben. Aber man konnte trotzdem nicht hundertprozentig ausmachen, wie viele es sind, wo die genau sind oder ob noch irgendwo hinter irgendwelchem Gewebe was versteckt war. Die Behandlung war tatsächlich ziemlich unangenehm, aber war auszuhalten und war auch das Mittel zum Zweck, damit ich dann auch die Operation bekomme. Bei manchen Personen äußert sich das übrigens auch mit Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder Schmerzen beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang. Das war bei mir teilweise auch manchmal der Fall. Ich hatte aber in den letzten 2 Jahren vor der Operation eigentlich permanente chronische Unterleibsschmerzen und die haben sich auch auf den ganzen Bauchraum bezogen. Also ich hatte die hauptsächlich schon im Bereich der Gebärmutter, aber auch im Bereich der Leisten. Und es wurde in den Jahren, wie gesagt, vor der Operation immer schlimmer und hat sich dann zu einer chronischen Schmerzstörung sogar entwickelt. Und daraufhin war dann für mich auch die Entscheidung irgendwann, okay, wir machen jetzt diese Operation. Ich habe dann vorher, wie gesagt, dieses MRT gemacht und mich dann darum gekümmert, einen Termin zu bekommen. Das mit dem Termin war gar nicht so leicht für mich, denn klar, man kann halt eine Endometriose-OP relativ gut festmachen. Aber ich hatte ja noch einen zusätzlichen Wunsch, und zwar eine Sterilisation. Die Sterilisation habe ich mir persönlich gewünscht, weil ich aufgrund meiner traumatischen Erlebnisse, die ich hatte, keinen Kinderwunsch habe und ganz sicher gehen wollte, dass ich nach Möglichkeit niemals eine Schwangerschaft erleben muss. Und da das quasi eine Wunschbehandlung war und viele Ärztinnen das nicht machen bei verhältnismäßig jungen Personen, die kinderlos sind, war das für mich ein harter Kampf, zu dieser Endometriose-OP diese Zusatzbehandlung zu bekommen. Ich wollte aber unbedingt, wenn ich eine Bauchspiegelung mache, die Sterilisation dazu bekommen, weil für mich sind Operationen immer eine sehr hohe Belastung. Und ich wollte einfach nicht mich zweimal unter das Messer legen, sondern das gleich in einem Rutsch mitgemacht haben. Beim ersten Krankenhaus, wo ich war, habe ich ein halbes Jahr, nein, ich glaube sogar fast ein Dreivierteljahr Gespräche führen müssen mit dem Chef, mit der Chefärztin, der Oberärztin. Das ging sogar durch das Ethikkomitee durch. Und ich hatte auch Papiere von meiner Therapeutin, die bestätigen oder die das befürworten, dass ich sterilisiert werde. Also ich habe das sogar abgesprochen. Die Ärztinnen dort wollten auch sicher gehen, dass das nicht nur so eine Schnapsidee ist, sondern dass ich diesen Wunsch auch schon seit sehr vielen Jahren habe und der nicht nur irgendwie mit Anfang 30 aus einer Laune heraus entsteht. Es ging auch darum, ich glaube, das ist der Grund, warum das dann zum Schluss dann doch nicht dort funktioniert hat. Ich erzähle gleich warum. Viele Krankenhäuser und Ärztinnen haben Angst, das durchzuführen und im Nachhinein dann doch irgendwie dafür belangt zu werden, falls die Person sich dann doch umentscheidet. Denn das ist nicht wiederherzustellen. Also bei einer Sterilisation werden die Eileiter durchtrennt. Und es wird nichts entnommen, es wird nur durchgeschnitten, aber es wird halt verödet und so gelangt halt kein Ei mehr in die Gebärmutter und kann nicht mehr befruchtet werden. Das kann man nur mit einer sehr, sehr aufwendigen und nicht hundertprozentig erfolgreichen oder Erfolgsgarantie reichen Operation wiederherstellen. Also es kann sein, dass man versucht, das vielleicht wieder hinzukriegen und die Leiter wieder zu verbinden, aber es ist nie eine Garantie und das ist dann auch mit sehr hohen Kosten verbunden und das machen sie eigentlich nicht, haben sie mir erklärt. Und wie gesagt, deswegen musste ich dann ein halbes Jahr sehr viel Gespräche führen. Und es war dann so, dass ich halt kurz vorher mündlich die Zusage bekommen hatte und es sollte dann auch die Operation stattfinden. Es gab einen Operationstermin und ich hatte dann eine Woche vorher von der operierenden Ärztin die Zusage bekommen, mündlich, dass sie die Sterilisation macht. Und sie hat mich dann einen Tag vor der Operation angerufen und hat gesagt, nein, sie macht es doch nicht. Und das war für mich natürlich das war scheiße. Ganz ehrlich, das war einfach scheiße von ihr. Ich habe da halt ein halbes Jahr für gekämpft und für mich ist das psychisch gesehen sehr, sehr wichtig, dass ich die habe, die Steri. Und sie hat dann gesagt, nee, sie fühlt sich damit um, sie macht das doch nicht. Und ja, ich kann es verstehen. Ich kann es aber auch wiederum nicht verstehen, dass sie dann halt mit mir dieses Hin und Her macht und das mündlich dann zusagt und damit meinen Gefühlen spielt. Und dann habe ich auch die Operation abgesagt. Da habe ich gesagt, ich will das nicht, ich will nicht mehr von ihr operiert werden. Gegessen, ich gehe auch nicht mehr in dieses Krankenhaus, hat sich für mich erledigt. Und deswegen habe ich mich dann nochmal bemüht, in ein anderes Krankenhaus zu gehen.
Habe alle Untersuchungsergebnisse, das MRT-Ergebnis, die Zettel auch für die Sterilisation, das ganze Gesprächsmaterial habe ich alles mitgenommen in ein neues Krankenhaus, habe mich da vorgestellt und habe tatsächlich innerhalb von einem Gespräch, einem ausführlichen, langen Gespräch, aber habe dann dort sofort die Bestätigung bekommen, dass sie mich operieren wollen würden und sie würden die Sterilisation machen. Also ich habe eine schriftliche Zusage mir geholt, diesmal dann wirklich schriftlich. Das war mir wichtig. Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich das jetzt, dann mache ich jetzt diese Bauchspiegelung und wir schauen da rein, gucken, was los ist und machen gleichzeitig die Sterilisation. Ja, und dann hatte ich den Termin im August 2020 und habe mich darauf auch natürlich sehr gefreut. Und in der Vorbereitung gab es eigentlich gar nicht viel zu machen. Also es war eine ganz normale Operationsvorbereitung. Es war von vornherein klar, dass ich am gleichen Tag entlassen werde. Also eine Laparoskopie wird auch als minimalinvasive Operation gewertet. Also wie ich schon erzählt habe, gibt es 3 bis 4 Einstichstellen im Bauchraum, die sehr klein sind, mit Stäben, also Laparoskopen, die da eingeführt werden. Und dann wird man halt aufgepumpt wie ein Ballon. Also zumindest stelle ich mir das so vor. Ich habe es nie gesehen. Und dann wird dann halt der Bauchraum durchgewühlt. Genau. Ja, und die Operation an sich verlief bei mir auch super. Also ich habe mich im Krankenhaus super wohl gefühlt. Ich wurde sehr nett behandelt. Ich habe von der Operation, die habe ich gut vertragen. Also da war alles in Ordnung. Das Einzige, was nicht so schön war, war, dass ich kurz nach der Operation, also ich bin dann halt aufgestanden. Also ich habe dann natürlich so 1, 2 Stunden da noch gechillt und war dann bereit, irgendwann mich anzuziehen. Und durfte dann ja auch nach Hause. Mein Partner hat mich abgeholt und dann war da eine Krankenpflegerin, die mich dann irgendwie, also das war irgendwie eine komische Situation, das wird wahrscheinlich aber noch öfter kommen, die mich gefragt hatte, irgendwie so, was denn gemacht wurde. Und dann habe ich ihr das erklärt und dann meinte ich halt so, ja, und Sterilisation. Dann war sie so, hä, wieso das denn? Sie sind doch noch so jung. Und dann habe ich gedacht, das ist übergriffig und nicht in Ordnung und das geht sie vor allem auch gar nichts an. Und da hat sie sich dann auch so gleich entschuldigt, aber das ist halt immer das Ding, wenn man sagt, man ist sterilisiert und man will keine Kinder und man ist kinderlos mit Anfang 30, dann kommt da oft irgendwie Unverständnis. War mir aber dann egal, weil ich war glücklich. Und genau, ich durfte dann schon am gleichen Tag nach Hause. Ich habe auch noch 1, 2 Bilder gefunden. Und zwar habe ich hier noch ein Bild von der Operation direkt danach. Mir ging es auch relativ schnell gut. Ich durfte dann auch sofort essen. Ich durfte dann auch, wie gesagt, zu Hause mich ganz normal eigentlich ja hinlegen, essen. Achtung, jetzt kommt auch noch ein Bild von den Narben nach der Operation. Die sind aber verdeckt. Hier sieht man die Einstichstellen. Bei mir waren das 4 Einstichstellen. Ich glaube, sie mussten dann da nochmal an der einen Stelle rein. Ich erkläre gleich warum. Die Narben sind aber super einfach verheilt. Die Fäden haben sich von alleine aufgelöst. Ich konnte damit duschen. Es war überhaupt nicht schmerzhaft. Es hat ein bisschen gezogen. Ich musste ein bisschen gucken, dass ich die ersten Tage meine Bauchmuskulatur einfach nicht anspanne und ich wurde von meinem Freund da sehr gut umsorgt. Ich habe hier noch ein Bild, wie ich auf der Couch liege und mich nicht bewegen kann. Also ich konnte halt meine Bauchmuskulatur nicht so gut bewegen, aber dadurch, dass die nur minimal aufgestochen wurden, war das nicht so schlimm. Also die Schmerzen waren auszuhalten. Das Einzige, was ich sagen muss, was wirklich schlimm war für mich, und das wusste ich im Vorfeld, das wurde mir auch schon gesagt, war dieses Scheiß Gas, was in dem Körper ist. Weil man wird ja aufgepumpt mit diesem Gas, das wird wieder rausgelassen, aber es bleibt noch etwas im Körper drin und das muss abgebaut werden. Und das verteilt sich im Oberkörper. Und wenn man sich aufsetzt, also aufrichtet, dann zieht das nach oben in die Schultern und in die Nacken und also hier im ganzen Oberkörperbereich. Und das tut unglaublich weh, wie ein ganz schlimmer Muskelkater. Und das war unglaublich schmerzhaft. Das war die ersten 3 Tage, war das wirklich richtig schlimm. Und ich hatte am zweiten Tag sogar eine Situation, da lag ich dann, habe mich dann zum Essen aufgesetzt und habe gemerkt, das war wirklich wie so eine, also ich habe richtig gespürt, wie so eine Luftblase, so eine Gasblase nach oben gewandert ist. Also der Schmerz ist richtig so hochgewandert an meinem Oberkörper und setzte sich dann in meinem Nacken fest. Und dann konnte ich auf einmal nicht mehr atmen, weil das so schmerzhaft war. Und dann hatte ich richtig so eine Situation, wo ich, wenn ich geatmet habe, dann hat sich ja mein ganzer Brustkorb bewegt und dann hat das gedrückt und dann habe ich angefangen zu schreien, weil ich völlig überfordert war. Und mein Freund war auch völlig so, oh Gott. Und dann habe ich mich hingelegt, möglichst damit sich das Gas wieder verteilt und nicht oben sitzt. Und habe halt wirklich geschrien und geweint und war kurz davor, ich dachte, also ich habe halt hyperventiliert und ich dachte, ich habe keine Luft bekommen. Also ich konnte keine Luft kriegen, weil ich konnte nicht richtig atmen. Und das war wirklich so eine Situation, wo ich ganz kurz ein bisschen Panik hatte um mein Leben und auch um mein Leben gefleht habe.
Ja, das hätte man vielleicht vermeiden können, indem man, dass man sich nicht so schnell aufsetzt und einfach im Liegen ist. Ist aber einfach eine, ne, also nur mal als Warnung, falls man sowas hat, nicht wundern, das tut halt echt ganz schön weh. Und ja, dieser kurze Moment war halt nicht so schön, der Rest war dann okay-ish. Also es war in Ordnung und ich konnte auch nach einer Woche und so war eigentlich alles schon weg, also war das ganze Gas verarbeitet und dann ging es mir eigentlich auch schon gut. Ich hatte auch wenig Situationen, wo ich Schmerzmittel nehmen musste. Also von daher, ja, war das alles okay. Was während der Operation übrigens gemacht wurde, war natürlich Endometriose wurde entnommen. Es wurde Endometriose gefunden am Darm. Es wurde Endometriose gefunden an der Außenseite der Gebärmutter, an den Eierstöcken. Das wurde alles entnommen. Und es war zusätzlich auch noch etwas, es wurde noch etwas gefunden. Und zwar hatte ich ja auch seit ungefähr 2 Jahren diese starken Schmerzen außerhalb der Periode im Leistenbereich. Und die sind so schmerzattackenmäßig gewesen. Also wirklich so eine Attacke, wo dann so 2 Stunden oder so mein Körper dann einfach ausschaltet und Schmerz sendet. Und da wurde dann gefunden, dass mein Enddarm verklebt war mit meinem Eierstock. Also irgendwie hat sich da das Gewebe verklebt und das wurde dann gelöst und aufgemacht und sollte dann scheinbar besser werden. Genau, das wurde noch zusätzlich gefunden. Also es wurde schon relativ viel gemacht und der Bauchraum wurde auch ordentlich durchgewühlt und ordentlich durchgearbeitet. Und ja, die Sterilisation, da war halt alles in Ordnung. Also da gab es keine Komplikationen. Ich habe davon auch gar nichts gemerkt. Genau. Und das waren halt so diese 3 Sachen, die da gemacht wurden während der Operation. Und im Großen und Ganzen war das aber im Nachhinein dann erstmal alles in Ordnung. Ja, wie geht's mir jetzt nach der Operation? Also die ersten 2 Monate nach der Operation hatte ich noch relativ viel Unterleibsschmerzen. Also ich hatte schon noch häufig Situationen, wo ich viele Schmerzmittel nehmen musste, wo ich oft Krämpfe hatte. Ich war sogar noch einmal, das ist aber dann schon einen Monat nach der Operation gewesen, war ich noch mal in der Notaufnahme, weil ich so starke Schmerzen hatte. Und da wurde dann noch eine Zyste gefunden am Eierstock, die nichts mit der Operation oder mit Endometriose zu tun hat. Es wurde einfach eine Blutzyste gefunden. Und das war wahrscheinlich der Grund, warum ich auch so starke Schmerzen hatte. Die ist dann aber irgendwann von alleine wieder weggegangen. Das machen die meisten Zysten dann zum Glück auch. Und ja, jetzt so nach einem guten halben, dreiviertel Jahr, ist es so, dass ich immer noch Schmerzen habe, aber das sind keine Regelschmerzen, weil ich nämlich keine Regel habe. Ich habe halt, man nennt das somatoforme Schmerzen. Also ich habe unerklärliche Schmerzattacken, wo man nicht weiß, woher das kommt. Wahrscheinlich ist es psychosomatisch durch meine Traumata. Warum ich übrigens nicht meine Periode habe, ist auch noch ein wichtiger Punkt, den ich erwähnen sollte. Endometriose, wenn sie entnommen wird, kann zurückkommen. Also das Gewebe wird sich wieder ansiedeln und wird wieder wachsen. Und man wird innerhalb von ein paar Jahren wahrscheinlich wieder die gleichen Probleme haben wie vor der Operation. Deswegen wird einem geraten, eine Hormonspirale einzusetzen oder die Pille zu nehmen. Die Pille möchte ich nicht mehr nehmen, die habe ich 15 Jahre genommen und verneine dieses Teufelzeug und will das auch nie wieder in mir haben. Aber ich habe mich dann für die Hormonspirale entschieden. Ist halt auch mit Hormonen und die setzt halt Hormone frei, aber die setzt die Hormone nur lokal frei. Also man schluckt sie nicht und dann sind nicht durch das ganze System erstmal durch. Und sie machen auch nicht so viele Schwankungen, wie ich das dann hatte mit der Pille. Und die Hormonspirale, die wird halt eingesetzt, die verhindert, dass man seine Periode bekommt. Also man kriegt die gar nicht mehr. Bei mir war das so, nach einem halben Jahr ungefähr hatte ich die Periode gar nicht mehr. Dazu sollte ich vielleicht noch sagen, die Hormonspirale hatte ich im Vorfeld schon eingesetzt. Also die habe ich dann schon mal ein Jahr vorher drin gehabt, einfach um schon mal die Periode einfach gar nicht mehr zu haben. Und die blieb dann einfach während der Operation drin. Genau. Nachteil an der Hormonspirale ist, man muss sie selber zahlen, die wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Mich hat das 300 € gekostet, also 150 die Spirale und 150 die Behandlung. Und die Behandlung tut fucking weh. Ich weiß nicht, ob das an meiner Ärztin lag, ob sie das vielleicht nicht so richtig cool gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich habe da keine Vergleiche, aber das Einsetzen der Hormonspirale war für mich der Horror. Und ich habe auch Angst davor, sie wieder rauszunehmen. Ich habe noch ein paar Jahre Zeit. Also die Hormonspirale wirkt 3 bis 5 Jahre. Und dann sollte man es erneuern. Und auf die Behandlung habe ich gar keinen Bock. Aber es ist im Moment die beste Behandlung für mich, weil es keine Möglichkeit gibt, dass die Endometriose sich wieder neu ansiedelt. Also das Gewebe wächst halt nicht mehr. Und würde ich die Hormonspirale jetzt nicht haben und ganz normal meine Regel bekommen, würde halt irgendwie in, keine Ahnung,
5 Jahren oder so wieder eine Operation anstehen. Und das möchte ich dann im Idealfall natürlich nicht. Also mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe halt immer noch Schmerzen und immer noch Schmerzattacken. Ich hatte gehofft, dass es nach der Endometriose weggeht, nach der Operation weggeht. Aber es liegt wahrscheinlich nicht an Endometriose, weil die ist ja jetzt nicht mehr da, sondern so wie es aussieht, das habe ich ja schon gesagt, sind es einfach chronische Schmerzattacken, somatoforme Schmerzen, die ausgelöst sind durch Traumata. Und deswegen habe ich halt auch noch regelmäßig Schmerzattacken und muss auch regelmäßig Schmerzmittel nehmen. Aber immerhin habe ich dann dieses eine Problem jetzt behoben. Ja, das war mein persönlicher Weg mit der Endometriose und mit der Operation der Bauchspiegelung. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Einblicke geben, wie das Ganze so ist. Ich finde auf jeden Fall, dass das Thema ziemlich wichtig ist zur Aufklärung, weil ich immer wieder höre, dass menstruierende Personen unter starken Schmerzen leiden und man kann das Ganze ja behandeln. Es muss nicht so wie bei mir sein, dass man immer Schmerzen hat, aber es gibt ja eine Möglichkeit, das zu behandeln und ich finde, dass die Operation eine Sache ist, die man in Kauf nehmen kann. Also sie war wirklich nicht so dramatisch, bis auf dieses eine Gasding. Aber auch das kann man, wie gesagt, ein bisschen besser machen als ich. Und wenn es danach dann besser wird, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine Erhöhung der Lebensqualität. Außerdem, wenn es Personen gibt, die einen Kinderwunsch haben und eventuell gerade sogar das Versuchen und kinderlos bleiben, kann es natürlich sein, dass Endometriose das Ganze verhindert. Und dann wäre es natürlich auch ein guter Anhaltspunkt, das mal zu klären und zu schauen. Und deswegen, ja, ich würde das jetzt nicht unbedingt Empfehlung nennen, aber ich würde sagen, dass ich das halt nicht bereue, dass ich die OP gemacht habe, auch wenn mein Outcome da jetzt nicht so ganz positiv ist mit den Schmerzen. Es war aber trotzdem wichtig, das mal abchecken zu lassen. Und es wurde ja auch einiges gefunden und behoben. Von daher war das für mich richtig und wichtig und gut. Und ja, ich hoffe, dass das hier auch richtig und wichtig und gut für euch war. Und würde mich über ein Like freuen, wenn es euch gefallen hat. Ich werde euch in der Beschreibung noch die Seite verlinken, woher ich meine Informationen habe, also meine Quelle. Informiert euch da gerne und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich, wie immer, schicke ich euch Kraft und Liebe. Dankeschön, bis bald.